Was wäre, wenn es alle Bergrennstrecken in Deutschland noch geben würde? Natürlich einen Besuch abstatten. Hoch über der Untermosel im Kreis Mayen-Koblenz thront die Burg Turat. Mit wundervollem Fernblick auf die Hanglagen der Weinberge und der ehemaligen Bergrennstrecke von Alten nach Pfaffenheck. Von 1968 bis vermutlich 1994 ausgerichtet durch den Motorsportclub Bendorf. Viel Spaß mit den Super 8 Aufnahmen von 1978. Schnallt euch an und viel Spaß mit dem Kommentar von Wolfgang Jaspers. Rhein-Mosel-Bergpreis, eines der schönsten Bergrennen in Deutschland, die wir früher gefahren sind. Die Startkurve ließ sich schon im dritten Gang fahren. Dann zur nächsten langen Gerade, zur nächsten Rechtskurve, fünften Gang ausgedreht. Die nächste Rechtskurve, dritter Gang, dann wieder die nächste Gerade, voll ausgedreht. Dann die Rechts-Links-Kurven zur ersten Spitzkehre im vierten Gang mit Mut. Fast voll. Im zweiten Gang die Spitzkehre gefahren, wieder die wechselnden Kurven. Mit sehr viel Mut, sehr zügig. Dann die nächste Spitzkehre wieder im zweiten Gang. Dann wieder die wechselnden Kurven. Echt am Limit. Und dann zum Ziel hin langgestreckt, die Organisation absolut spitze, genau wie die Strecke oder die Streckenbreite, dass man auch mal einen Fehler machen konnte, was dann immer wieder verziehen wurde. Dankeschön.
Thank you.